Der Gesundheitsmarkt als Wirtschaftsfaktor einer Region. Darüber spreche ich heute mit dem Landrat des Rheinkreises Neuss, Herrn Hans-Jürgen Petrauschke, den ich jetzt schon mal in Neuss ganz herzlich willkommen heiße. Aber zunächst nochmal ein herzliches Willkommen und zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Talk, der Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast möchten wir Sie oder euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und praktischen Themen unterstützen. Wir schauen uns aber auch Themen außerhalb der klassischen Medizin an. Und ebenso als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Business Talk wie immer unter www.businessdoc.online oder Sie schreiben mir eine E-Mail an info@businessdoc.online. Ja, unser heutiger Gast, da freue ich mich wirklich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Bei dem engen Terminkalender, auch zum Jahresende, weiß ich, ist immer sehr, sehr schwer. Herrn Hans-Jürgen Petrauschke ist auf Empfehlung zu uns gekommen in den Podcast von einem lieben Gast, den wir schon hier hatten, Herrn Professor Goda. Der hat Herrn Landrat Petrauschke empfohlen und ich war dann kurz bei ihm in Neuss. Wir haben uns kurz abgestimmt und er hat sofort zugesagt. Das Interessante ist nämlich, dass der Landkreis Neuss eine der größten Gesundheitsregionen hier vor Ort, also in Nordrhein-Westfalen ist. Also ein starker Standort zum Thema Gesundheitswirtschaft. Und darüber möchten wir heute in dem Podcast mit Herrn Landrat Petrauschke sprechen. Bevor wir aber jetzt einsteigen in die Frage- und Antwortrunde, gibt es noch mal eine kurze offizielle Vorstellung. Seit dem 1. Oktober 2009 ist Hans-Jürgen Petrauschke hauptamtlicher Landrat des Rheinkreises Neuss mit über 450.000 Einwohnern, bevölkerungsmäßig der 10. größte Kreis in Deutschland. Bei den nordrhein-westfälischen Kommunalwahlen am 30. August 2009 hatten rund 58% der Wählerinnen und Wähler den CDU-Kandidaten Petrauschke gewählt. Der Landrat wurde nach der neuen Kreis- und Gemeindeverordnung zunächst für 6 Jahre gewählt und 2015 dann für weitere 5 Jahre in seinem Amt bestätigt. Hans-Jürgen Petrauschke, geboren am 27. Mai 1956 in Troisdorf, ist verheiratet und Vater von 2 Kindern. Nach dem zweiten Staatsexamen begann er 1984 als Jurist im Rechtsamt des Rheinkreises Neuss, dessen Leitung er am 1. März 1985 übernahm. 4 Jahre später wurde er zum Dezernenten für Recht, Ordnung, Jugend und Soziales bestellt. 1996 vom Kreistag zum Kreisdirektor gewählt und 2003 parteiübergreifend in seinem Amt bestätigt. Herr Petrauschke war bis zum 20. Oktober 2009 allgemeiner Vertreter von Landrat Dieter Patt, der zur Kommunalwahl 2009 nicht mehr angetreten ist. Auch sowas gibt es anscheinend. Und Hans-Jürgen Petrauschke lebt jetzt mit seiner Familie in der kreisangehörigen Stadt Grevenbroich. Und heute ist er bei uns im Business Talk Podcast. Also nochmal herzlich willkommen, Herr Landrat Petrauschke. Vielleicht nochmal mit eigenen Worten. Wer sind Sie? Was machen Sie privat und beruflich? Ja, Sie haben mich ja schon vorgestellt als Landrat. Das ist sicherlich die Tätigkeit, die die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Ansonsten fühle ich mich hier in Grevenbroich, aber im Rheinkreis Neuss, im Rheinland insgesamt wohl. Bin im Rheinland geboren, bin Rheinländer und privat versuche ich mich dann auch ein bisschen körperlich noch fit zu halten, etwa mit Joggen, Radfahren, Winter mal mit dem Skifahren. In Neuss gibt es ja auch eine Skihalle, kann man eigentlich rund ums Jahr fahren. Und darüber hinaus spiele ich seit über 50 Jahren in einem Akkordeonorchester als Spieler mit. Also ein bisschen was nebenbei ist auch noch drin. Mhm. Ist das ein bisschen Ausgleich zum ja doch, ich denke, nicht so unstressigen Beruf des Politikers und des Landrates, für die Sie ja auch viel für die Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit unterwegs sind? Ja, das ist schon insbesondere, wenn man die Zeit hat zum Joggen, hat man dann auch Gelegenheit beim Joggen über manches nachzudenken. Glauben manche ja nicht, aber da fallen einem manchmal Lösungen ein, die einem am Schreibtisch nicht einfallen. Können Sie das alleine machen oder laufen da Menschen mit? Also muss man auf Sie aufpassen oder kennt man Sie oder werden Sie angehalten auf der Straße? Also das kann schon mal passieren, dass mich jemand anspricht, aber ich stehe nicht unter Betreuung. Okay. Ja, ich habe ja gerade schon in der Vorankündigung gesagt, der Rheinkreis Neuss ist eine sehr starke Gesundheitsregion, eine der größten auch in Deutschland. Ich habe nochmal hier so ein paar Zahlen, 19.500 Beschäftigte in der Gesundheitswirtschaft, der zweitwichtigste Arbeitgeber im Rheinkreis Neuss. Aus Ihrer Sicht, vielleicht können Sie es nochmal beschreiben, welche Bedeutung hat die Gesundheitswirtschaft eben für eine Region wie Neuss? Also zunächst mal wünscht man ja jedem immer als erstes Gesundheit, bei jeder Gelegenheit. Die Gesundheit kommt aber nicht von selber, sondern da muss man was dran tun. Und Sie haben eben schon die Zahl genannt, 19.500 Beschäftigte, das sind 14% aller Beschäftigten im Rheinkreis Neuss sind in der Gesundheitswirtschaft, die ja ein ganz breites Spektrum darstellt, beschäftigt. Und
wir sind froh, dass wir neben den Krankenhäusern, den Ärzten, die es insgesamt gibt, auch eine Menge von international tätigen Konzernen haben, die sich im Bereich der Gesundheitswirtschaft bewegen, sei das jetzt Janssen Cilag oder Medtronic oder Johnson 3M. Also wir haben hier im Rhein-Kreis Neuss da schon ein ziemlich breites Spektrum. Und ist es Ihre Aufgabe als Landrat, diese Strukturen zusammenzubringen oder auch zusammenzuhalten? Also wir wollen uns ja nicht übernehmen. Wir versuchen, die guten Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich Unternehmen hier auch entwickeln können. Und wenn Sie mit Janssen Cilag ein Unternehmen hier haben, das ungefähr 800 Mitarbeiter hier beschäftigt, von weltweit Tausenden, dann ist das schon eine große Nummer bei uns auch im Rhein-Kreis Neuss. Das heißt aber auch, also wir sprechen ja sehr häufig auch über das Thema weiche Standortfaktoren. Also es ist ja nicht nur der Arbeitgeber, der vor Ort da sein muss und einen guten, attraktiven Arbeitsplatz bieten kann oder soll. Es gibt ja die weichen Standortfaktoren, also alles das, was da drumherum ist. Also da sei es jetzt Infrastruktur, sei es Kultur, sei es Sport, sei es Gesundheit. Was tun Sie da im Landkreis Neuss? Ja, wir versuchen jedenfalls alles so zu machen, dass sich die Menschen hier wohlfühlen. Und wir haben ja eben schon mal die Skihalle ganz kurz erwähnt. Dabei kann man sich auch sportlich betätigen, aber natürlich auch bei dem ganz großen Radwegenetz, was wir pflegen. Wir haben Kultureinrichtungen wie die Insel Hombruch, das Clemens-Seels-Museum, wir haben Schloss Dick, wir haben darüber hinaus die Zollfeste Zons, wo man sich wohlfühlen kann, aber eben auch etwa entlang der Erf eine ganze Menge von Möglichkeiten, sich dann auch sportlich oder körperlich zu ertüchtigen, etwa durch Spazierengehen, Wildfreigehege in Grippenbruch, den Kinderbauernhof. Und im sportlichen Bereich versuchen wir eben auch Spitzensport und Breitensport zusammenzubringen. Also eigentlich kann sich hier jeder wohlfühlen. Die Pferdenarren werden sich bei uns im Rhein-Kreis Neuss auch wohlfühlen, weil hier ganz viele Betriebe sind und wo wir auch wirklich ganz tolle Ergebnisse im sportlichen Bereich haben. Wenn ich beim Sport bin, brauchen wir in Dormagen nur an dieselbe Fechter denken. Etwa. Das ist schon eine ganz tolle Einrichtung. Wir haben Sportinternat bei uns mitgegründet. Also könnte jetzt eine ganze Menge auflisten, was dazu beiträgt, dass die Menschen sich hoffentlich hier bei uns wohlfühlen. Und neben dem Wohlfühlen spielt das Thema Gesundheit ja eine ganz entscheidende Rolle. Jetzt geht es bei uns ja hier insbesondere darum, dem Arzt auch aufzuzeigen, welche attraktiven Regionen gibt es denn zum Beispiel, um sich als Arzt irgendwo niederzulassen. Das ist ein Thema, was sowohl den ambulanten als auch den stationären Bereich ja betrifft. Wir fragen ja danach, wie machen wir den Arzt zum Unternehmer? Und eine unternehmerische Entscheidung ist ja auch, ich gehe in eine Region, auch in die ambulante Versorgung, wo ich eben überlegen kann, ja, da sind genügend Patienten auf der einen Seite vorhanden, da ist die Wirtschaft stark genug, damit ich über Jahre da auch mit meiner Praxis auskommen kann. Da ist aber auch der Anschluss zur stationären Versorgung da. Jetzt weiß ich, dass Sie als Rhein-Kreis Neuss, korrigieren Sie mich da, Mitinhaber oder Mitbetreiber von zwei Krankenhäusern sind. Können Sie vielleicht da zwei Sätze zu sagen? Ja, wir haben vier Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung, ein katholisches Krankenhaus, das Johanna Etienne in Neuss, das städtische Lukas-Krankenhaus in Neuss und zwei Kreiskliniken, einmal in Grippenbruch, das St. Elisabeth-Haus und in Hackenbruch noch eine Kreisklinik. Wir sind gerade dabei, diese kommunalen Kliniken in eine Fusion zu bringen, sodass wir dann als kommunale Betreiber das zehntgrößte kommunale Klinikum mit drei Standorten hätten. Also auch da eine weitere Veränderung, die durchaus auch für Ärzte interessant sein könnte, weil man auch da die Patienten zusammenzählen kann, in Anführungsstriche, um dann auch die Qualität und die Spezialisierung weiter voranzutreiben. Wir haben daneben noch Spezialkliniken wie die Mauritius-Therapieklinik in Meerbusch ich denke schon, dass wir dann recht gute Arbeitgeber auch wären, insbesondere wenn wir noch fusioniert haben, mit über 1100 Betten, auch wenn die Bettenzahl nicht mehr das Wichtigste ist, ist das schon ein Riesenbetrieb dann, der auch Ärzte durchaus anlockt. Und wir haben auch jetzt schon gute Ärzte, aber bei dem Anspruch, den wir haben und bei der Entwicklung, wäre es ganz gut, wenn wir diese Position noch halten.
Inwieweit sind Sie denn da eingebunden als Kreis? Oder inwieweit können Sie sich da einbinden? Geht es da um die Vermittlung oder geht also Vermittlung jetzt im Bereich der Wirtschaftsförderung, Investorensuche oder sind Sie wirklich in den Prozessen aktiv eingebunden? Also bei uns bei den Kreiskliniken bin ich Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats, also insofern auch eine Funktion dabei, das ist der Kreis insgesamt. Wir bemühen uns aber darüber hinaus natürlich auch für andere mit die Akquise anzutreiben. Und wir sind froh, das sage ich auch dazu, in der Region, in der wir uns befinden, dass wir um uns herum auch noch weitere attraktive Standorte auch für Ärzte durchaus haben. Also wir haben ja mehrere Universitätskliniken in unmittelbarer Nähe, etwa in Düsseldorf und in Köln. Natürlich werben wir zuerst mit uns, aber das Umfeld gehört dazu. Und jeder, der heute die demografische Entwicklung sich ansieht, weiß, dass an der Rheinschiene eine Brummregion ist, eine boomende Region, in der weiterhin mit Zuzug zu rechnen ist. Also auch hier werden Menschen älter, aber es kommen auch noch andere dazu. Und das ist sicherlich auch für gerade jüngere Ärzte, die sich überlegen, welche Region denn dauerhaft ihr Standort sein soll, eine attraktive Alternative, wenn man dahin geht, wo die Patientenzahl auch zunimmt. Die Krankenhäuser an sich haben ja, finde ich, auch eine Verantwortung bezogen auf Ausbildung, also bezogen jetzt darauf, welche jungen Ärzte entwickeln sich da aus der Vergangenheit heraus und jetzt nicht nur Universitätskliniken, wie Sie angesprochen haben, die ja bei Ihnen in der Nähe sind, also sei es jetzt, wenn wir jetzt den Standort mal ein bisschen erweitern, auch Essen, Duisburg, Aachen, Köln, sondern auch die Krankenhäuser, die Sie betreiben. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie brauchen immer wieder auch neue Ärzte, junge Ärzte. Ist ein Standard, der angeboten wird oder eine besondere Qualifikation innerhalb eines Krankenhauses aus Ihrer Sicht wichtig, damit man die Ärzte eben nicht nur aufgrund der weichen Standortfaktoren zu sich bekommt, sondern auch aufgrund der fachlichen Qualifikation? Gibt es da eine Spezialisierung bei Ihnen? Ja, und die Spezialisierungen werden noch zunehmen. Das Schöne bei unseren drei kommunalen Krankenhäusern ist, dass sie alle akademische Lehrkrankenhäuser sind. Hier in Griffbruch haben wir ein akademisches Lehrkrankenhaus, das zur Universität Aachen gehört. In Dormagen, das gehört zur Universität Köln. Und in Neuss, das gehört zur Universität Düsseldorf, sodass wir also auch diese Bereiche dann für die jungen Ärzte durchaus abdecken. Und natürlich ist es so, dass insbesondere die Chefärzte mit einem guten Ruf größere Möglichkeiten haben, junge Ärztinnen und Ärzte dann auch ans Haus zu binden, hier die Facharztausbildung auch durchführen. Haben Sie auch Kontakt zum ambulanten Bereich? Also ich habe frage das deshalb, weil wir haben im Fachärztebereich im gesamten Gebiet KV Nordrhein nahezu keine freien Arztstellen. Also wenn Sie irgendwie gucken und sich überlegen, wo möchte ich mich als Facharzt niederlassen, dann wird es auch im gesamten Gebiet KVNO schwierig. Also ich kann immer nur, die Versorgungsstrukturen sind gut ausgebildet. Wir haben über 140% Belegung, also das heißt immer, es ist kein Sitz frei. Im hausärztlichen Bereich sieht es da deutlich anders aus im gesamten Kreis Nordrhein. Ich habe extra nochmal geschaut, 250 hausärztliche Sitze fehlen. Das ist natürlich was eine Region wie Sie, also in Ihrer Region, auch belastet, weil letztendlich natürlich der Hausarzt als Ansprechpartner da ist. Ist es für Sie deshalb so wichtig, auch die Kliniken weiter groß zu machen, damit die Patientenversorgung gewährleistet ist? Ja, also wir wollen die Kliniken nicht größer machen, als sie sein sollen, das ist schon klar. Wie sich vieles entwickeln wird mit Fachärzten, auch mit niedergelassenen Ärzten ansonsten, weiß in Wirklichkeit auch niemand. Möglicherweise werden Facharztzentren in der Nähe im Umfeld von Kliniken deutlich stärker zunehmen und attraktiver werden, auch insbesondere für Frauen. Es gibt ja den Ausdruck Medizin wird weiblicher, die dann möglicherweise mehr Interesse daran haben, als angestellte Ärzte tätig zu sein und sich nicht unternehmerisch selbst tätig zu machen oder in eine Gemeinschaftspraxis zu gehen. Wichtig ist aber, dass bei uns auch die niedergelassenen Ärzte, egal ob Fachärzte oder Hausärzte, sich in einem Lebensalter befinden, das dazu führt, dass in wenigen Jahren hier durchaus ein erheblicher Mangel entstehen könnte. Das wissen Sie, die sich damit beschäftigen, ja eigentlich noch besser als ich. Und man kann bei dem prognostizierten Ärztemangel eigentlich nur davon ausgehen, dass da noch viel nachgesteuert werden müsste, so schwer Planung in dem Bereich auch ist.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, also Zukunft heißt ja unter anderem heute auch immer, oder da taucht immer wieder der Begriff der Digitalisierung auf, also modernere Strukturen für Krankenhäuser und für Praxen. Die erste Frage, sehen Sie die Digitalisierung in Konkurrenz zur Medizin oder als Ergänzung? Ist keine Konkurrenz für mich. Ich habe wenig Verständnis eigentlich dafür, mit welchen großen Sorgen immer die Datenschutz- und Persönlichkeitsschutz-Dinge nach vorne gebracht werden. Die eigentliche Frage ist doch, wie kriege ich möglichst schnell die Kenntnisse, die ein Arzt gewonnen hat, dem anderen Arzt beigebracht. Wie geht das auch im Krankenhaus, auf der Station? Das kann ja nicht sein, dass das heute in einem Zeitalter, wo alle davon sprechen, dass es bald kein Papier mehr gibt, kann ja nicht sein, dass das alles handschriftlich passiert. Da müssen wir eigentlich sehen, dass wir auch im Bereich der Pflege, was alles dazu gehört, die Menschen, die dort tätig sind, entlasten durch die Digitalisierung. Das muss man nur richtig anpacken. Also wenn man nur dazu übergeht, das, was man vorher geschrieben hat, jetzt nochmal einzutippen, ist das, glaube ich, nicht Digitalisierung, sondern ist das nur Schreiben auf einer anderen Plattform, sondern Möglichkeiten nutzen. Und man sieht das ja etwa im Bereich der Radiologie, da können Sie heute Bilder sehen, die hätten Sie früher in dem Bereich für nicht möglich gehalten. Da war es mehr oder weniger schwarz-weiß oder ein bisschen grau. Und heute können Sie das farblich markieren, wo irgendetwas gemacht werden muss. Sie haben andere Möglichkeiten, die Diagnosen, die Sie gemacht haben, die Befunde weiterzureichen. Sie können möglicherweise demnächst über diese Dinge auch Unverträglichkeiten, was verschiedene Medikamente angeht, besser herausfinden, als wenn Sie das heutzutage einzeln nachgucken müssen. Und die Zusammenarbeit mit den ambulanten Ärzten, das kann ich jedenfalls für unsere beiden Kreiskrankenhäuser sagen, sind ausgezeichnet. Wir haben Notfallambulanz und Notfallpraxis an beiden Häusern, genau an einem Ort, und der Patient wird vor Ort dann entweder Richtung Krankenhaus oder in Richtung niedergelassenen Arzt geschickt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was die Patienten eigentlich sich wünschen, dass sie nicht vom einen zum anderen geschickt werden, sondern dass sie möglichst schnell behandelt werden. Absolut, sehe ich ganz genauso. Und ich freue mich sehr, dass Sie das sagen, dass Sie Befürworter dieser Thematik sind. Gerade das Thema Datenschutz und Patienten spielt natürlich immer eine große Rolle. Aber ich glaube auch, dass die Entwicklung in der Medizin nicht ohne das große Thema Big Data zustande kommen kann. Denn ich glaube, jeder sollte von jedem profitieren. Und jeder Arzt sollte, wie Sie es gerade gesagt haben, genau wissen, was der andere Arzt vorher diagnostiziert hat und welche Patientendaten in den Akten der Patienten zu finden sind, und das möglichst einfach. Das ist sicherlich eine große Herausforderung für die Zukunft. Wenn wir jetzt mal in Ihre Krankenhäuser gucken, gibt es da... Ja, ich will mal eben sagen, Sie müssen mal überlegen, wenn wir auf einen Ärztemangel hingehen, wie viel Zeit der Arzt auch fürs Gespräch mit dem Patienten einspart, wenn er sich das ganz schnell anguckt, weil er ja genau weiß, was da drin steht, eher dann dem Patienten versucht, aus der Nase zu ziehen, wann er zuletzt welches verschreibungspflichtige Medikament bekommen hat, wann er, in welcher Dosis er es einnehmen soll. Da wird auch Zeit für den Patienten wieder besser nutzbar. Absolut richtig. Sehr schönes Beispiel. Da kann man jetzt viel anschließen, gerade in unterversorgten Gebieten. Also da gibt es so viel. Sie haben vorhin das Thema Pflege angesprochen. Auch da kann man sich helfen lassen. Das Pflegepersonal steht ja nicht nur unter hohem zeitlichen Druck, sondern auch unter einer hohen körperlichen Beanspruchung. Und wenn man sich da helfen lassen kann, wenn man da die digitalen Medien, die digitale Medizin, vielleicht das Thema Robotik irgendwann mit nutzen kann, ist das sicherlich eine große, große Hilfe für die Zukunft. Gibt es in Ihren Krankenhäusern schon Wege, wo man so Richtung Smart Hospital geht? Ich frage es deshalb, ich hatte in der letzten Woche den Professor Jochen Werner, also den Vorstandsvorsitzenden der Universitätsklinik Essen, hier im Interview. Der berichtet von dem Smart Hospital. Gibt es da bei Ihnen auch irgendwelche Gedanken? Ja, zumindest bei dem, was ich eben angesprochen habe, bei der Frage, wenn wir funktionieren, wird das ja noch wichtiger. Wenn Sie drei Standorte haben für einen Klinikum, dann wird es ganz wichtig, dass die Daten schnell übermittelt werden können, und wir sind da schon auf dem Weg, dass wir das, was im Lukas Krankenhaus beispielsweise exemplarisch schon ganz gut läuft, auch ganz schnell übernehmen, damit die Patientenakten dann digitalisiert auch jeweils zur Verfügung stehen. Alle Schwierigkeiten, die mit Hacken und sonst was möglicherweise dabei sind, aber Sie können Patientenakten, auch wenn sie im Papier sind, auch verändern. Ja, selbstverständlich. Können auch mal die, das ist ja genau die Thematik, wenn man heute in die Arztpraxis geht oder teilweise immer noch Patientendaten oder Akten auf dem Tresen liegen, wenn man vorbeikommt, da ist das mit dem Thema Datenschutz teilweise auch nicht so leicht. Ja, und dann zwischendurch kriegt man mal eine Kopie mit, und die Kopie ist dann nicht von mir, sondern vom Nachbarn. Also
auch das ist zum Thema Datenschutz nicht ganz so leicht. Da sollte man nicht so viel Sorge haben vor dem Thema Digitalisierung. Gibt es aus Ihrer Sicht in der Gesundheitsbranche sowohl positiv als auch negativ Veränderungen, wo Sie so ein bisschen sagen, das hätte ich mir anders vorgestellt oder sind wir auf dem oder dem Weg? Also zunächst mal glaube ich, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland ein System haben, auch eine Krankenversicherung, und das seinesgleichen in der ganzen Welt sucht. Also die Möglichkeit, dass jeder unabhängig von seinem Geldbeutel eine optimale Versorgung in medizinischer Hinsicht bekommt, gibt es, glaube ich, nur bei uns so. Mhm. Also würde ich auch selbst die skandinavischen Länder, andere würde ich da sagen, sind da nicht so. Kleiner Nachteil dabei ist natürlich, dass jeder glaubt, er müsste bei sich immer alles optimal gemacht bekommen, also alles Hammer. Dann muss noch eine zweite Meinung eingeholt werden. Also das Vertrauen in die Ärzteschaft ist ja auch ein bisschen zurückgegangen. Notfalls wird bei Google oder sonst wo geguckt, ob der Hausarzt denn auch alles richtig gemacht hat. Also zur Ergänzung kann man das sicherlich alles nehmen. Ich glaube aber manchmal, dass die Menschen zu viel Angst auch dabei haben. Wir haben Entwicklungen, die sind eigentlich positiv. Man kann viel mehr Vorsorge betreiben. Das wird dann aber nicht regelmäßig. Mhm. Also es ist so eine Entwicklung, die eigentlich nicht ganz zusammenpasst. Wenn man was hat, will man das bis zum letzten überprüft haben, aber um eine Krankheit nicht zu bekommen, da ist man ein bisschen faul. Mhm. Ja, das geht also in Richtung des Patienten. Was muss denn der Patient tun, damit das besser wird und damit er vielleicht auch was zur Genesung des Gesundheitssystems beitragen kann? Denn Sie haben recht, wir haben eine tolle Versorgung, aber letztendlich, wenn ich im Durchschnitt sehe, nach 18 Sekunden unterbricht ein deutscher Arzt den Patienten, weil er nicht mehr genug Zeit hat für eine vernünftige Diagnose. Also das heißt, wir haben viel zu viele Menschen, die zum Arzt gehen. Ja? Und wenn man überlegt, was kann denn jeder Einzelne aus Ihrer Sicht tun, jeder einzelne Patient? Also erstmal, auch wenn das für die Ärzteschaft vielleicht nicht so toll ist, sollte jeder sich bemühen, gesund zu leben. Mhm. Dafür gibt es heute auch mehr Möglichkeiten als früher. Wir werden auch alle älter, jedenfalls im Durchschnitt. Also scheint ja einiges dann trotzdem auch ganz gut zu laufen bei allen Ängsten, die ansonsten verbreitet werden. Und dann sollte man sich schon überlegen, ob und wann man zu welchem Arzt geht. Ich habe ja eben mit Ihnen auch besprochen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, dass der Arzt mehr Zeit für den Patienten hat, wenn all das, was da am Anfang erzählt wird, reduziert wird. Man kriegt es über die Patientenakte oder den Chip, der abgegeben wird, dann gleich beim Arzt abgeliefert. Und dann kann sich der Arzt um Diagnose und Ähnliches kümmern. Dann hat er wieder ein bisschen mehr Zeit. Wichtig wäre für meine Begriffe auch, dass vieles, was heute immer durch Dokumentationen und Ähnliches an Zeit verloren geht, dass das reduziert wird, also der Bürokratie. Aufwand. Mhm. Aber da sind wir auch in einer Zeit, die ungewöhnlich ist. Wir glauben immer, all das, was dokumentiert ist, ist tatsächlich passiert. Was nicht dokumentiert wurde, ist auch nicht passiert. Und beides stimmt nicht ganz. Also wir sind so ein bisschen bürokratiegläubiger geworden, als wir das vielleicht früher waren. Ja. Das gilt, glaube ich, auch in einzelnen Arztpraxen. Also ich höre daraus, finde ich sehr schön, dass sich der Landrat um seine in Anführungsstrichen Schäfchen nicht nur Sorgen macht, was die Wirtschaft angeht, sondern auch was die Gesundheit angeht. Und das war ein kleiner Appell von Ihnen an Ihre, wie viel haben wir, 450.000 Menschen in der Region, sich mal ein bisschen selbst um ihre Gesundheit zu kümmern. Sehr, sehr schön. Wenn ich überlege, was muss ich denn heute als Arzt tun, um erfolgreich in meinem Beruf zu sein? Also was muss ich, welche unternehmerischen Eigenschaften muss ich haben? Da ich ja selber nur Jurist bin und kein Arzt, kann ich das ja nur in beschränktem Umfang sagen. Aber ich glaube, es gilt für die Ärzte das Gleiche, was für jeden Beruf gilt. Man muss in seinem Beruf fit sein. Das ist das Erste. Mhm. Man muss sich auch weiterbilden. Das reicht nicht, dass ich irgendwann mal eine Ausbildung gemacht habe. Damals war das so. Also man muss sich immer wieder auf den neuesten Stand bringen. Ich glaube, dass gerade im Bereich der Medizin auch so viele Entwicklungen dabei sind, dass das zunehmend auch für die Ärzte schwerer wird, sich da auf den neuesten Stand jeweils zu halten. Das ist, glaube ich, das Erste wichtig. Und das Zweite ist eigentlich auch relativ einfach. Man muss seine Ressourcen sinnvoll einsetzen, in jeder Hinsicht. Mhm. Und dann ist man auch unternehmerisch wahrscheinlich erfolgreich. Das heißt jetzt nicht, dass man mit den Patienten möglichst wenig spricht, aber man muss, glaube ich, überlegen, wenn du
20 Patienten hast und hast wenig Zeit, dann musst du dir genau überlegen, mit welchem Patienten musst du intensiv ein Gespräch führen, mit welchem nicht so intensiv, wenn man an den Hausarzt denkt. Mhm. Man muss ja auch bei jeder Operation, ich habe ja eben gesagt, wir haben ein tolles System, überlegen, ist diese Operation jetzt das Richtige für den Patienten? Da muss man sich Gedanken machen. Und wenn wir das dann so alles beherzigen oder wenn das die Ärzte beherzigen, denke ich, dass die alle eine gute Chance haben, auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Wir haben ja im Medizinwesen so ein bisschen Planwirtschaft, das erschwert manches, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, aber anders geht das manchmal auch nicht. Es hat ja einen bestimmten Grund, dass alles so geregelt worden ist. Ist denn der Arzt, der aus Ihrer Sicht auf die unternehmerische Seite vorbereitet? Also dieses Thema, ich bin Mediziner ohne Frage, Sie haben es gesagt, ich muss gut sein in dem, was ich tue, ich muss eine hohe Expertise haben, fachlich qualifiziert sein. Ich bin der Meinung, das sind unsere deutschen Ärzte, also beziehungsweise Ärzte, die in Deutschland eine Ausbildung gemacht haben oder erweitert haben, auf jeden Fall, weil wir haben ein tolles Ausbildungssystem. Aber wird die unternehmerische Seite vielleicht vernachlässigt? Also Betriebswirtschaft, Organisation, Mitarbeiterführung? Ja, das wird ja auch nicht nur bei den Medizinern hinterfragt, ob das wirklich überall richtig vorhanden ist. Sie könnten das ja auf jeden anderen Beruf, etwa auf alle Handwerker übertragen. Wenn Sie ein super Installateur sind, aber sie kriegen am Schluss die Rechnung nicht richtig geschrieben oder sie brauchen einfach viel zu lange, um etwas hinzubekommen. Also insofern denke ich, muss man da etwas an sich tun und sollte sich auch jeder überlegen, ob er sozusagen als Einzelunternehmer tätig sein will. Wenn Sie dann die Fragen etwa Personalgewinnung, Arzthelferin, Ähnliches sich angucken, der Ausstattung der Praxis und sowas. Aber da gibt es ja Unternehmen, die da Beratung vornehmen können und die muss man, glaube ich, sich vorher auch holen, weil man sonst möglicherweise scheitert, es sei denn, man hat so viele erfolgreiche Mediziner im Umfeld, die einem das auch von zu Hause erzählen können, aber auch da hat sich in den letzten Jahren vieles verändert. Ja, daran arbeiten wir unter anderem ja mit diesem Podcast, dass wir den Ärzten das zur Verfügung stellen können, dass sie... Ja, genau. Ich wollte das einfach auch aufnehmen jetzt, den Ball, den Sie mir in meine Richtung gespielt haben. Ja, genau, sehr schön. Ich würde ganz gern zum Schluss mit Ihnen noch eine kurze Antwortrunde machen. Und zwar sind fünf Fragen, die wir da stellen, damit es immer interessant ist. Es ist immer interessant, auf die gleichen Fragen unterschiedliche Antworten zu hören. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wenn ich es genau wüsste, würde ich jetzt Lotto spielen, wenn ich wüsste, wie die Zukunft aussieht. Ich glaube, dass viel mehr Technik dazukommt, aber dass sich wahrscheinlich vor Ort weniger ändert, als man heute glaubt. Was bedeutet denn für Sie das Thema oder der Begriff Gesundheit? Ja, es gibt ja verschiedene Definitionen, die kann man alle runterrattern. Eigentlich ist für mich Gesundheit, wenn ich mich wohlfühle. Mhm. Welche anderen Begriffe, frage ich nochmal kurz nach, würde es für Sie noch geben? Also meinen Sie das jetzt nur bezogen auf die medizinische Gesundheit oder auch noch in andere Richtungen? Ja, ich meine das schon, dass man sich insgesamt wohlfühlt und vielleicht kann ich es mit einem Satz von Charlie Chaplin aussagen, Lachen ist die beste Medizin oder jeder Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Ich glaube, das gehört alles mit dazu. Und wenn Sie eine Krankheit haben, wenn Sie auch chronisch krank sind, heißt das ja nicht, dass man sich immer nur schlecht fühlen muss. Manchmal schwierig, aber wenn Sie dann gewissen Humor dann dazu bringen, dann kann das alles dazu beitragen, dass Sie sich trotzdem gut fühlen. Stimmt, sehr schön. Da fällt mir in dem Zusammenhang ein, muss ich eine kurze Frage nochmal einstreuen. Welche Bedeutung hat denn aus Ihrer Sicht das soziale Umfeld für das Thema Gesundheit? Das ist sicherlich auch ganz wichtig und wir leben ja in einer Zeit, wo ganz viele Menschen sich immer wieder trennen und auch dadurch noch einen zusätzlichen Schmerz in Anführungsstrichen erleiden. Das trägt meistens nicht dazu bei, dass das gesundheitliche Wohlbefinden steigt. Das ist ganz vorsichtig ausgedrückt. Ja, also eine hohe Bedeutung, auch was das soziale Umfeld angeht und überhaupt das Miteinander. Bei manchen Krankheiten oder bei manchen Behinderungen auch von Menschen nicht vorstellen, dass das überhaupt klappen könnte, wenn man nicht die Familie dahinter hat. Ja.
Ist auch aus meiner Sicht als Unternehmer sehr, sehr wichtig, weil dann schaffe ich den Ausgleich eben da. Und wenn ich nach Hause komme und meine Frau nach einem anstrengenden Arbeitstag sofort die Kinder in die Hand drückt, habe ich einfach einen ganz anderen Gedankengang plötzlich. Ne? Das finde ich hoch spannend, dieses Thema. Die nächste Frage, die haben wir eigentlich schon beantwortet, aber vielleicht können Sie es noch mal kurz zusammenfassen. Welche Eigenschaften braucht der Arzt als Unternehmer? Erstmal muss er fachlich gut sein. Und er muss dann eigentlich mit normalem Menschenverstand versuchen, wirtschaftlich zu denken und das dann auch umzusetzen. Gibt es ein Buch oder einen Film, der Sie besonders mitgerissen, erreicht oder motiviert hat in der letzten Zeit? Fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein, aber wenn wir schon bei der Ärzteschaft sind, ist eigentlich immer, gerade von Hirschhausen, eine Bereicherung, wenn man da von dem, was sieht, liest oder hört. Okay, dann gucke ich mal, ob wir da eine Empfehlung irgendwie hinkriegen. Dann finde ich auch, der schafft es ja auch, das Thema Medizin auf eine, ich nenne es jetzt mal Infotainment-Seite deutlich zu machen, und damit setzt man sich automatisch auf eine sehr freundliche, lustige Art und Weise mit dem Thema auseinander. Da kann man sich von unterschiedlichen Seiten nähern. Das ist ein schöner Hinweis. Ja, und die letzte Frage, nicht ganz uneigennützig. Gibt es jemanden, den Sie uns hier als Interviewgast für den Podcast gern aus dem Bereich der Medizin empfehlen können? Muss aber nicht sein, kann auch jemand anderes. Würde ich mich jetzt schwer tun, weil ich dann möglicherweise so entweder so viele nenne, dass sie damit nicht klarkommen. Wenn ich dann nur eine nehme, heißt halt, warum hast du mich denn nicht genommen? Ja. Also wir haben jedenfalls bei uns im Rhein-Kreis Neuss, in den Kliniken, aber auch bei den niedergelassenen Ärzten ganz tolle. Und das ist unabhängig davon, ob das Hausärzte sind, Fachärzte, wo man sagen könnte, das sind Menschen, also mit denen müsste man sich eigentlich mal unterhalten. Ja, dann nehme ich das mal so auf. Wenn ich jemanden aus Ihrer Region finde, der ein bisschen skeptisch ist, dann sage ich, er soll mal bei Ihnen fragen, ob das okay war heute, und dann vielleicht gibt es dann eine Expertise von Ihnen dazu. Ja, Herr Petrausche, ganz, ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Morgen hier mir im Interview zur Verfügung zu stehen. Ich weiß, wie gesagt, habe ich anfangs schon gesagt, es ist nicht leicht, sich ein Zeitfenster zu nehmen. Ganz herzlichen Dank für Sie zum Zuhören und Zuhören, die Zuschauer und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie da mit dabei waren. Und denken Sie mal daran, wir brauchen eine Bewertung bei iTunes oder YouTube. Denn nur so können wir wissen, ob das, was wir hier machen, auch bei Ihnen ankommt, ob wir einen guten Job machen. Und so kriegen wir weiterhin so interessante Gäste wie Herrn Landrat Petrauschke aus Neuss. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ihnen nochmal herzliche Grüße nach Neuss. Schöne Weihnachtszeit. Ja.